Ja, hallo, willkommen zu Ninja von 1986 auf dem C64, programmiert beim Mastertronic International. Unlimited Energy brauchen wir nicht, wir spielen hier komplett ohne Trainer. Das sind wir sind der gute Ninja. Und unser Auftrag lautet, die entführte Prinzessin Didi, die Perle des Orients, zu befreien. Entführt wurde sie von Akuma, dem bösen, keine Ahnung, Mädchenhändler aus Südchina. Sag ich jetzt einfach mal so. So, legen wir mal los. Hier. Oh, nee. Das wollte ich nicht. Unser erster Gegner, das ist ein Karateka. Es gibt drei verschiedene Gegnertypen. Einmal den Evil Ninja, dann, wie ihr hier seht, den Karateka und dann noch den Fuck. Fuck. THUG geschrieben. Ich nenne jetzt einfach mal Tuck. Ich gehe noch einmal zurück, um mir die Sterne einzusammeln, die ein bisschen aussehen wie umgedrehte. Nun ja. Egal. So. Wir können boxen, wir können treten, wir können Ninja-Sterne werfen und so die Gegner besiegen, wenn man nicht wieder aus dem Bild rausrennt. Herr Jemini. Ihr seht da auch noch ein Wurfmesser, das findet man auch. Das verletzt den Gegner allerdings nur, wenn es den Gegner mit der Spitze trifft. Das macht ja auch Sinn. So, komm. Bam! In your face. Dann seht ihr direkt das erste Idol, das wir hier finden. Davon gibt es sechs, die jeweils die Energie unseres Protagonisten auffüllen. Und wir müssen alle sechs sammeln, um die Tür zu Akumas Kammer zu öffnen, die auf der, glaube ich, vierten Etage versteckt ist. Das werdet ihr gleich sehen, falls wir so weit kommen. Und dann könnten wir den Final Kampf, den finalen Kampf bestreiten. So, Approaching Shrine. Das trägt noch ein Idol. Das ist ja wunderbar. Komm. Schön. Während er im Stehen geschlafen hat, treten wir ihn im Nacken und besiegen ihn. Ja, sehr fair. Aha. Oh, oh. Bleibt weg von mir. Oh nein. Bam, bam, bam. Ah, kein Problem. Als ausgebildeter Ninja haben wir es ja voll drauf. Und noch ein Idol. Das ist, glaube ich, nicht sehr gewöhnlich, dass man direkt unten im Erdgeschoss, praktisch sage ich jetzt mal, drei Idols findet. Naja, gut. Da waren wir schon, aber da ist noch ein Idol. Ja, mein Gott. Aber zum ersten Mal Ninja. Ninja haben die Fähigkeit, die Sterne und Messer zurückzuwerfen. Dann müssen wir springen im richtigen Moment. Und dann hauen wir um. Bam. So, das mal aufsammeln. Dann haben wir jetzt schon vier Idols gefunden. Gibt dann nur noch zwei und dann könnten wir im Prinzip schon hoch zur Kammer von Akuma und die süße Prinzessin befreien. Wir können fliegen, wie ihr seht. ja. Ein Fuck. Den können wir auch so fertig machen. Man kann immer nur drei Messer bzw. Ninja-Sterne tragen gleichzeitig. Fernkampfwaffen. For the win. Nö, den lassen wir. Da ist eh ein Dead End. Warum sollten wir da riskieren, Energie zu verlieren? So, laufen wir mal die andere Seite. Damit haben wir jetzt schon alle Idols zusammen und können dann jetzt gleich zu Akuma gehen. Vermute ich jetzt mal. Jo, das machen wir dann einfach mal. Wir sind jetzt in der ersten Etage. Ich glaube, dafür müssen wir noch zwei Etagen nach oben. Und dann oben auf dem Dach, da ist Akumas Kammer. Oh nein, nicht runter, da sollst du hoch. In den Oberschenkel. Pardon. Oder müssen wir erst alle Gegner auf der Etage besiegen, bevor wir hoch können? Nee. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch.
Ah, komm, du Vogel. In den Bauch, hihi. Ja, komm, hoch, hoch. Ja, ein paar Hüpfübungen kann man ja mal machen, während im Hintergrund ein Vogel rumfliegt, mitten im Gebäude. Okay. Na komm, na komm. Sei nicht so zu mir. Geht doch. Hölle, ein Duck. Also mit der Gegnerauswahl haben wir echt Glück. So. Weiter nach rechts und dann müssen wir irgendwo gleich den Eingang zur Kammer sehen. Da oben, das ist der Eingang zur Kammer. Dann lassen wir ihn links liegen. Akumas Chamber! Ja. Natürlich, ja, ist der nicht alleine. Das hätte ich mir auch denken können. Und wieso wir auf einmal lila sind, lila Handschuhe haben und so weiter und so fort, ich habe keine Ahnung. So geht's auch nicht. Das trifft nicht. Vielleicht trifft aus der Entfernung. Na toll. Oje, oje. Na, komm mal ein bisschen näher. Ja. Yeah. Schnell, schnell, schnell die Messer holen. Ich vermute mal, der letzte ist dann Akuma. Es wäre natürlich cool, wenn wir es direkt im ersten Anlauf schaffen würden. Oh. Na komm, wir haben nämlich auch ein Ninja-Schwert. Das werdet ihr jetzt eventuell nicht so gut erkennen können. Aber... Ey, was macht er denn? Hallo? Ey! Ich kann auch noch sie beamen? Ja, sicher. Er ist ja ein Skandal. Ja, so schnell geht's. Aber da noch ein Idol liegt, vermute ich mal ganz stark, wenn man das einsammelt, dass dann erst Akuma erscheint, nachdem man diesen sich beamenden und unverletzbaren, sich selbst in die Luft auflösenden Ninja besiegt hat. Irgendwie, ich weiß nicht wie, vielleicht mit einem Exorzisten oder so. Ja, das war mal ein kleiner Überblick über ein Spiel, was ich damals auf der C64 gerne gespielt habe. Ninja vom Mastertronic. Vielleicht hat's euch ja gefallen. Vielleicht spiele ich irgendwann nochmal eine Runde, in der Hoffnung, das Spiel durchzuspielen. Vielleicht auch mal mit Trainer, um euch das Ende zu zeigen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche romantischen Szenen mit der Prinzessin. Wer weiß. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.